Hallo zusammen. Wisst ihr, was ein Bodybuilder ist? Naja, ihr habt bestimmt schon mal einen gesehen, weil sie ziemlich leicht zu erkennen sind. Wir könnten die Schönheiten dieser Aktivität stundenlang diskutieren. Aber um richtige Ergebnisse zu erzielen, müsste man mehr tun, als nur ins Fitnessstudio zu gehen. Man muss sein gesamtes Leben radikal umstellen. Und trotz allem, was über Bodybuilder gesagt wird, haben sie unseren Respekt verdient. Wir werden es euch beweisen, indem wir euch die Geschichten von einigen bekannten Bodybuildern erzählen. Lasst uns loslegen. Jean-Pierre Fuchs. Der Schweizer Bodybuilder Jean-Pierre Fuchs hat im Alter von 16 Jahren mit dem Training begonnen. Ihm fiel schnell auf, dass seine Muskeln nicht so wachsen wollten wie die von anderen in seinem Alter. Fuchs legte Körpergewicht zu und im Alter von 17 Jahren wog er schon 100 Kilogramm. 1993 nahm Jean an den Bodybuilding World Championships teil und belegte den 4. Platz. Im nächsten Jahr gewann er den Hauptpreis im selben Contest. Nach seinem Sieg wurde Jeans Karriere besser und besser. Er erhielt Anfragen, um für verschiedenste Magazine und Unternehmen zu werben und wurde zum Gesicht unterschiedlicher Produkte für Sportler. Trotzdem war das Glück nicht auf Fuchs Seite. An einem Tag im Fitnessstudio, als er Kniebeugen mit 300 Kilogramm Gewichten machte, brach er zusammen und fiel auf den Boden, wobei er sich das Knie verletzte. Die anderen Bodybuilder waren schockiert, als sie Jeans Bruch sahen. Doch er verlor nicht die Kontrolle über die Situation und verfiel nicht in Panik, sondern wartete ruhig, bis der Arzt ankam und machte dabei sogar noch Witze. Man würde glauben, dass Fuchs' Karriere damit vorbei war, aber dank seiner übermenschlichen Bemühungen, einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein und der Unterstützung von seiner Familie und Freunden konnte Jean-Pierre genesen. Leider konnte er dabei aber nicht wieder denselben physischen Zustand von vor seiner Verletzung erreichen. Er konnte nur noch mittelschwere Gewichte heben. Trotzdem hörte er nie auf zu trainieren und an allen möglichen Bodybuilding-Contests teilzunehmen, denn Körper und Geist an ihr Limit zu bringen, kann unglaubliche Ergebnisse erzielen. Nasser El-Sonbati. Nasser El-Sonbati wurde am 15. Oktober 1965 in Stuttgart in Deutschland geboren und galt, als er jung war, als der exzentrischste Bodybuilder der Welt. Aber tatsächlich war er in jungen Jahren gar nicht am Bodybuilding interessiert. Das veränderte sich erst, als er ins College kam und neugierig wurde, sich das Fitnessstudio anzusehen. Der Rest ist Geschichte. Nasser war der geborene Bodybuilder. Seine Muskeln wuchsen unglaublich schnell. Die unerwarteten Resultate stiegen ihm zu Kopf und er nahm an unterschiedlichsten Turnieren in Deutschland teil, ohne Glück zu haben. Trotzdem gab er nicht auf und entschied sich, Jugoslawien zu erobern. Und hier wurde er wirklich berühmt. Sonbati wurde Mitglied der International Federation of Bodybuilders and Fitness. Obwohl Nasser nicht viele Turniere gewonnen hat, fiel er mehr auf als viele seiner Kollegen. Nicht nur dank seiner Muskeln, sondern auch wegen seinen mehreren Abschlüssen in Geschichte, Politik und Soziologie. Der Sportler soll außerdem ganze 7 Sprachen sprechen. Paul Dillette. Paul wurde am 12. April 1965 in Montreal in Kanada geboren und zeigte schon in jungen Jahren Interesse an unterschiedlichen Sportarten, besonders Fußball. Er war tatsächlich ziemlich gut darin. Trotzdem machte er 1991 sein Debüt als Bodybuilder in einem Championship in den USA. Leider verlor er aber trotz seines eindrucksvollen Körpers. Doch er gab nicht auf und versuchte es im nächsten Jahr wieder. Dieses Jahr war seine Performance herausragend. Laut einem Jurymitglied hätte Paul sogar gewonnen, wenn er auf allen Vieren über die Bühne gekrochen wäre. Dillette wurde nicht nur dank seinem Körper berühmt, sondern auch wegen seiner ungewöhnlichen Trainingsmethoden. Eine seiner Ideen basierte auf dem psychologischen Zustand namens vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit und wurde damals viel diskutiert. Um dieses Training zu entwickeln, vertrat er die Theorie, dass nur eine große Adrenalinmenge dem Körper ermöglicht, sein ganzes Potenzial zu entfalten. Paul entschied sich also, einen Wald in der Nähe von seinem Haus als sein persönliches Fitnessstudio zu nutzen. Dabei wurde ein Mädchen in einem kleinen Berg angebunden und Paul hypnotisiert, um ihm glauben zu machen, dass das Mädchen von einem Monster entführt wurde, das sie fressen wolle. In der Theorie half diese Methode dem Sportler, seine tiefsten Instinkte zu nutzen und zu kontrollieren. Dillette selbst versichert, dass die Methode bei unterschiedlichen Situationen hilfreich ist, um die Intensität des Trainings zu erhöhen. Greg Valentino. Wie bei jedem Sport hat auch das Bodybuilding seine eigenen Stars. Greg Valentino ist einer der ungewöhnlichsten Bodybuilder der Welt, besonders dank seiner riesigen Arme mit einem Umfang von 71 cm. Trotzdem hatte Greg nie geplant, professioneller Bodybuilder zu werden und noch nicht einmal versucht, einem Mr. Olympia-Turnier oder etwas ähnlichem teilzunehmen. Greg begann im Alter von 13 Jahren zu trainieren. Als er 23 war, entschied er sich, Steroide zu testen und stieß durch Zufall auf eine Droge, die als Synthol bekannt ist. Als Resultat steigerte er seinen Bizeps von
45 auf 71 cm Umfang. Heute glauben unterschiedliche Ärzte, dass die Größe seiner Arme ein Problem für Greg werden wird. Sie glauben sogar, dass man seine Arme amputieren oder in einer OP verkleinern werden muss. Momentan will Greg Valentino keine Operation vornehmen lassen. Andreas Münzner. Andreas Münzner oder einfach der Mann ohne Haut wurde in eine einfache Familie auf dem Land geboren. Der kleine Andreas war kein faules Kind und jederzeit bereit, im Haus zu helfen, sodass Arbeit etwas war, das er schon seit der Kindheit kannte. Mehr als alles andere liebte Andreas alle möglichen Sportarten, wie im Sommer Fußball zu spielen oder im Winter Ski zu fahren, auf Trampolin zu springen und vieles mehr. Bodybuilding wurde eher durch Zufall Teil von Andreas' Leben. Der junge Mann nahm an einigen Kursen teil, um Schlosser zu werden, aber er musste täglich mehr als 2 Stunden auf den Bus warten. Dabei wollte er nicht einfach nur rumsitzen, Bier trinken oder schlafen. Also entschied er sich, ins lokale Fitnessstudio zu gehen. Dort fiel schnell auf, dass Andreas' Muskeln unheimlich schnell wachsen und sie überzeugten ihn, an einigen Bodybuilding-Contests teilzunehmen. Der 2. Platz in seiner First Junior Championship war eine Überraschung für Münzner. Was zuerst sein Hobby war, wurde Andreas' Leidenschaft in Vollzeit. Münzner ist schon immer ein großer Fan von Arnold Schwarzenegger gewesen und betete ihn schon fast an. Leider war der 9. Platz im Mr. Olympia Contest das Beste, was er erreichen konnte. Trotzdem wurde der Bodybuilder dank seiner prominenten Muskeln berühmt. Das Körperfett von Andreas lag bei nur 4%, eine Zahl, die bis heute ungeschlagen bleibt. Es ist außerdem ein bekannter Fakt, dass Andreas eine Reihe verbotener Medikamente genommen hat und dass sie offensichtlich eine Auswirkung auf seine Gesundheit hatten. Am 13. März 1996 kam Münzner mit starken Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Die Ärzte versuchten, die inneren Blutungen zu stoppen, aber sie haben es nicht geschafft. Der Sportler fiel ins Koma und blieb bewusstlos, bis er einige Tage später verstarb. Die Todesursache war eine starke Vergiftung des Organismus durch die Verwendung von anabolischen Steroiden. Seine Leber war kurz davor zu verwesen und sein Herz hatte eine normale Größe angenommen. Ronald Dean Coleman. Ronnie wurde am 13. Mai 1964 in Monroe, Louisiana geboren. In der Schule träumte er davon, Polizist zu werden. Eines Tages sah er zufällig, dass der Bezirk nach neuen Polizisten suchte und bewarb sich. Dank seiner Bewerbung als Polizist hatte Coleman ein Gehalt, eine Versicherung und am wichtigsten die Möglichkeit, im Fitnessstudio der Polizeistation zu trainieren. Am Anfang seiner Karriere als Bodybuilder war Coleman nicht sehr erfolgreich. Erst nach 4 Jahren hartem Training belegte der Polizist den 1. Platz im Toronto Pro 1995 Turnier. 1998 hatte es Coleman darauf abgesehen, unter die ersten 5 im Mr. Olympia Wettbewerb zu kommen. Der lang erwartete Tag kam und die Gewinner wurden bekannt gegeben. Der 6. Platz ging an Chris Cormier. Ronald war sehr glücklich, weil er es in Top 5 schaffte. Die Show ging weiter. Ray, LeBron, Zonbati, es blieben nur 2 Teilnehmer übrig. Flex Wheeler und Ronald Coleman. Ronnie war froh und stolz auf den 2. Platz, den er für sehr respektabel hielt. Als die Jury aber bekannt gab, dass er der Gewinner war, fiel Coleman in Ohnmacht. Er erinnert sich nicht mehr daran, wie Wheeler versucht hat, ihm zu helfen oder Cormier ihm aufgeholfen hat. Ronnie sah das alles erst später im Fernsehen. Der Sieg war der Anfang einer Reihe von langen und erfolgreichen Teilnahmen an unterschiedlichen professionellen Wettbewerben. Trotzdem musste sich der Sportler 2014 einer Rückenoperation unterziehen und die Ärzte glaubten, es wäre das Ende von Colemans Karriere. Doch schon eine Woche nach der Operation war Coleman zurück im Fitnessstudio Metroflex und war fest entschlossen, erneut anzutreten. Wir wissen nicht, was in Zukunft mit Ronnie passieren wird, aber wir wünschen ihm alles Gute. Nick Scott. Die nächste Geschichte könnte problemlos das Skript für einen Hollywood-Film sein. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es ist vollkommen wahr. In der Schule war Nick Fußballliebhaber und träumte davon, ein Profispieler zu werden. Doch am 17. April 1998 wurden all seine Hoffnungen und Träume zerstört. Als er auf dem Weg zum Training war, explodierte eines der Räder seines Autos und nach mehreren Überschlägen fiel es von einer Brücke. Der Unfall fesselte Nick für immer an einen Rollstuhl. Nach den körperlichen Konsequenzen des Unfalls hatte er ein ernsthaftes psychologisches Trauma. Da seine Zukunft zerstört worden war, war der Junge stark depressiv und wurde sehr übergewichtig. Nur Scott selbst wusste warum, aber 6 Monate nach seinem Unfall entschied er sich, dass er zu früh war, sein Leben aufzugeben. Er ging ins Fitnessstudio und fing an zu trainieren und so sein Selbstmitleid hinter sich zu lassen. Nach 8 Jahren Training und vielen überwundenen Hindernissen nahm Nick an den unterschiedlichsten Bodybuilding-Wettbewerben auf der ganzen Welt teil. 2009 wurde er Mitglied der International Federation of Bodybuilding and Fitness. Heute ist Nick Scott ein Symbol für Willensstärke und ein Vorbild für Menschen, die nach unglaublichen Unfällen wieder zu sich finden wollen. Tolle Gadgets, neueste Technologien, unglaubliche Erfindungen und andere coole Dinge in Verbindung mit Hightech bei TechZone. Abonniert und ihr werdet es nicht bereuen. Den Link findet ihr auf dem Bildschirm und in der Beschreibung.
Vielen Dank fürs Zusehen. Bitte unterstützt uns, indem ihr auf Gefällt mir klickt und das Video in den sozialen Netzwerken teilt, um noch mehr interessante Beiträge von uns zu sehen.